Ja, also Operationsindikation besteht ja in Deutschland, wenn wir die deutschen Leitlinien nehmen, ab BMI 35 plus Komorbiditäten, heißt also plus Diabetes, plus Hypertonie, plus Gelenkbeschwerden, Schlafapnoe-Syndrom. Da gibt es über 60 dieser Komorbiditäten ab BMI 40. Ohne Komorbiditäten und ab BMI 50 eigentlich schon als Primärindikation, wo man sagt, also konservative Therapiemaßnahmen sind keine Indikation. Die amerikanische Leitlinie von Herbst letzten Jahres ist da schon noch tiefer gegangen. Da werden die Indikationen schon ab dem BMI zum Teil von 30 gestellt. Insbesondere dann, wenn noch ein Diabetes mellitus vorliegt, so dass da deutliche Veränderungen sind. Aber auch in Deutschland hat sich also mit durch die Komorbiditäten, die also über 90% in Deutschland der Patienten haben Komorbiditäten, fallen doch ein Großteil der Patienten in diese BMI 35-Klassifikation und Indikation. Nicht operieren sind meistens Patienten, die sehr grenzwertig sind, die also, ich sag mal, 20 Jahre ein Diabetes, 20 Jahre eine Adipositas haben, sehr immobil sind unter Umständen. Mit einem höheren Alter. Man hat früher auch das Alter als Kontraindikation gesehen. Das macht man heute nicht mehr. Aber man muss natürlich gucken, wo ist die biologische Altersgrenze des Patienten? Wie lange profitiert vielleicht der Patient noch von dem operativen Eingriff? Was kann ich auch gerade für die Remission der Komorbiditäten bei dem Patienten erwarten? Das ist das eine. Und das zweite sind eher auch psychisch instabile Patienten, wo man dann mit dem Psychologen oder Psychiater sehr genau entscheiden muss, ist das eine Indikation für eine Operation oder nicht, oder muss man den Patienten vielleicht erstmal in eine Psychotherapie bringen, um dann in einem zweiten Schritt zur Operation zu kommen. Also die richtigen Kontraindikationen für die Operation sind relativ gering, aber es ist immer wieder so, dass es ein differenziertes Behandlungskonzept ist. Also es gibt, wenn man das altherkömmlich klassifiziert, und das ist, glaube ich, trotzdem noch das gebräuchlichste, einmal die restriktiven Verfahren und dann die malabsorptiven und die kombinierten Verfahren. Die restriktiven Verfahren, das sind also Methoden, wo die Nahrungszufuhr in der Menge reduziert wird. Dazu gehören der Schlauchmagen und das Magenband, was man inzwischen in Deutschland, aber auch weltweit kaum mehr durchführt. Dann haben wir die kombinierten Verfahren mit dem Magen-Bypass und wir haben die malabsorptiven Verfahren mit den biliopankreatischen Diversionen. Ob das ein Duodenal Switch ist oder eine SADI oder SASI-Operation, inzwischen mit einem sehr breiten Spektrum an Operationsmethoden. Und die Indikation beziehungsweise die Auswahl der Methode für den Patienten hängt von vielen Faktoren ab. Es hängt zum Beispiel davon ab, ob der Patient eine Refluxerkrankung hat oder einen Zwerchfellbruch hat und man da entscheidet, dass man bei diesem Patienten beispielsweise eher ein Bypassverfahren durchführt und keine Sleeve-Gastrektomie durchführt. Oder es hängt vom Beruf des Patienten ab, also beispielsweise bei Patienten, die Taxifahrer sind, dergleichen oder Lkw-Fahrer in einem Fernverkehr. Ist auch gut zu überlegen, ob man dann bei diesem Patienten mal malabsorptives Verfahren macht, wo der Patient dann 3 oder 5 Stühle am Tag hat oder wenn er ein Diabetes hat, wo er ein Dumping-Syndrom ausbilden kann. Also das muss man immer abwägen. Ansonsten spielt es auch unter Umständen eine Rolle, wenn keine harten Kriterien für eine Auswahl des Verfahrens vorliegen, wo der Wunsch des Patienten hingeht, wo die Expertise des Zentrums ist. Und bei einem langjährigen Diabetes vielleicht noch ergänzend gesagt, da muss man schon überlegen, ob man eher ein kombiniertes oder malabsorptives Verfahren nimmt, weil dort die Daten zur Diabetesremission wesentlich besser sind. Der häufigsten wird in Deutschland der Schlauchmagen durchgeführt und am zweithäufigsten eigentlich der Magen-Bypass. Das sind auch inzwischen fast marginale Unterschiede. Das ist aber auch weltweit so, dass der Schlauchmagen am häufigsten und der Magen-Bypass das zweithäufigste Verfahren ist.